Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen haben wir zu und zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli. Mit dem Zwergenfürst. Mit Evoli. Ja. Und mit dem Thomas Gottschalk Diktri. Hier in Let's Go Evoli. Und hier stehen wir direkt schon vor der nächsten Arena. Die Pokémon-Arena von Safronias, die Arena da drin ist Sabrina. Ja, Psycho-Pokémon haben wir vor uns. Na, da bin ich gespannt. Ja, reden wir nicht zu lange und rein geht's in die Arena. Wow. Nicht schlecht. Die Psycho-Arena. Howdy, ihr zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es dich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Safronia City ist die größte Stadt Kantos. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 erreicht haben, sonst darfst du leider nicht rein. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hast, wenn du die Arena betreten willst. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Okay, Evoli ist schon fast, also die ist Level 41. Gut, ich wollte es gerade schon sagen, während er den Text noch ausgesprochen hat, bei meinem Team, also ich meine, solange ich Pokémon spiele, vor allem zumindest solange ich Pokémon spiele in Let's Plays, ist klar, mein Team ist wahnsinnig unterlevelt und mein Starter-Pokémon vielleicht irgendwie halbwegs auf der Höhe. So läuft das immer bei mir und wenn hier irgendwelche Level-Anforderungen sind, muss ich irgendwie passen. Level 45, okay, da brauchen wir noch 4 Level für das Evoli. Du hast also kein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Komm einfach wieder, wenn du diese Bedingungen erfüllst. Aber du brauchst dich nicht hetzen. Die Arena von Safronis, die läuft ja nicht davon. Ach, Junge. Leute. Ja gut, so viel dazu. Diese Arena-Voraussetzung, das geht mich spätestens seit Koga, geht mir das tierisch gegen den Strich. Den Ärger, den wir hier mit den Pokémon-Arten hatten. Ja gut, dann gehe ich halt noch ein bisschen ins Gras und trainiere mein Evoli ein bisschen. Meine Güte, die 4 Level, das kriegen wir doch wohl irgendwie noch gebacken. Oder fangen wir uns ein paar Pokémon hier runter auf den Weg von Azuria City in die nächste Stadt. Ein riesiges Pummeluff. Na komm. Das Fangen von Pokémon bringt ja hier in Pokémon Let's Go Evoli Levels, Erfahrungspunkte. Ja, fangen wir halt ein bisschen was. Verschwenden wir ein paar Pokébälle. Pummeluff wurde gefangen. Jo. Na, das hat ja viel gebracht. Irgendwo noch Trainerkämpfe, die wir uns beweisen können. Hier eine Radfratz. Ja, die Pokémon zu fangen, das bringt ja jetzt nicht sonderlich viel. Es sei denn, es sind neue Pokémon-Arten. Das bringt dann wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. Aber ja, mit so einem Radfratz. Vermutlich, das bringt jetzt nicht so sonderlich viel. Tja. Müssen wir uns wohl auf die Suche nach Trainern machen, die uns noch bekämpfen können. Ach Mann, das ist jetzt das Wahl. Das sprengt jetzt irgendwie alle meine Pläne. Das ist. Ich hatte jetzt eigentlich vor, in diesem Part die nächste Arena gleich anzugehen, aber.
Ja gut, wenn wir den feinen Damen und Herren zu schlecht sind, wenn unsere Pokémon noch zu unterlevelt sind, dafür, wenn die Damen, wenn die Herren sich zu gut sind und sich den niederen Volks nicht herabgeben. Tja. Okay, die haben wir schon besiegt. Ich habe noch nicht besiegt, oder? Entschuldige, aber das ist Privatsache. Ein Kampf. Genau, den brauchen wir jetzt. Picknickerin Nancy fordert dich heraus. Mit zwei Pokémon. Jo. Na, das kann ich doch voranbringen. So, Diktri. Diktri versus Nidoran. Level 15. Naja, na gut. Ich glaube, wir sollten mal Evoli wechseln zu Evoli. Die braucht ja die Trainingspunkte. Was ja hoffentlich auch der Fall ist beim Kampf. War das so? Im Kampf gibt es ja immer noch Punkte. Oder? Ja, Erfahrungspunkte gibt es dann immer noch. Nicht viel. Ich meine, Level 41 gegen Level 15. Was willst du da erwarten? Wenn du Nidoran besiegst, geht's wohl kaum das Level. Volltreffer. Okay. Na komm. Ein paar kleine Erfahrungspunkte. Na, das kann ja was werden. Das wird ein Zierkampf und es läuft wahrscheinlich auch darauf hinaus, dass ich das nach diesem Part offscreen weitermachen muss. Ja, ich werde das auf jeden Fall offscreen weitermachen und die Level auch sammeln. Das habe ich jetzt nicht geahnt, dass in der nächsten Arena die Level-Sachen gefordert werden. Da sieht man wieder, dass es blind ist, dass blind gespielt wird, das Projekt. Sonst hätte ich es ja schon geahnt und könnte mich darauf vorbereiten. Ich hasse es zu verlieren. Du gewinnst 300 Pokémon und dann gehst du gleich aus dem Kampf gegen die Picknickerin hervor und erhältst zwei Superbälle. Jau. Wer bist du? Hör auf, uns heimlich zu belauschen. Mach ich ja gleich. Aber erstmal ein Kampf gegen dich, Camper Felix. Ein Sander setzt ein. Ja gut, diese Kämpfe lassen uns jetzt noch gefallen. Es gibt ein paar kleine Erfahrungspunkte. Wird es nicht reichen für das nächste Level, aber na gut, irgendwie müssen wir ja vorankommen. Und nach meinen Pokémon-Arten werde ich jetzt definitiv nicht suchen. Ja, ich überlege schon. Was können wir da machen? Können wir irgendwie Arena-Leiter nochmal herausfordern? Können wir zurückgehen zu Koga und nochmal bestreiten? Dann nochmal ein paar Trainer in der Arena besiegen und da noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln? Das ist, also ich weiß nicht. Ich frage ja nur. Das könnte zumindest ein bisschen was bringen. Ansonsten fällt mir die Idee ein, dass ich eventuell auf die nächste Route nicht gehen kann. Das ist halt in Fuxania City Richtung Seeschauminseln, Richtung Zinnoberinsel schon schwimme und da schon ein paar Trainer sammle. Das könnte eventuell ein wenig mehr Erfahrungspunkte geben. Ich versuch's mal. Los, Evoli. Flieg. Flieg auf uns davon. Himmelsritz. Hier nach Fuxania, da geht ja jetzt die Route 19 Wasserweg. Hier. Zu diesem, ja, das sind die Seeschauminseln. Ja, und die Seeschauminseln dann hier. Die Zinnoberinsel, da müssen wir eh irgendwann hin. Ich glaube, da können wir uns schon mal auf den Weg machen. Los, Evoli! Mit den Luftballons.
auf und davon. Ja, früher oder später, also nach der nächsten Arena, wäre es eh dran gewesen. Da ziehen wir es jetzt wieder vor. Gegen dich kann ich nicht nochmal kämpfen. Der Nebel ist vergangen. Tja, schaut nicht so aus. Jetzt könnte man den nochmal herausfordern. Es hätte auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte mehr gegeben. Tja, ihr seht auch mal, wie eine Arena aussieht, wenn sie besiegt wurde. Tja. Nächster. Dann wohl auf die nächste Route, dann mit Surfer weiter voran. Da wird es vielleicht den einen oder anderen Trainer geben, der mit uns kämpfen will. Die haben wir schon herausgefordert. Ja, let's go. Heißt nicht umsonst let's go, Evoli. Zu dieser wunderschönen Wassermusik suchen wir uns jetzt mal ein paar Trainer, die uns im Kampf herausfordern. Und du zum Beispiel. Nicht, du nicht. Aber du. Ja, sie fordert mich heraus. Schwimmen macht doch Spaß. Aber man holt sich so schnell einen Sonnenbrand. Sonnenbrand? Sonnenbrand nicht eine Erkältung in dem Wasser? Es muss doch eiskalt sein zu dieser Jahreszeit. Ein Entoran. Na komm, welches Level? Level 41. Ja, das gibt Erfahrungspunkte. So kann man kämpfen. Das brauchen wir. Jetzt wird es hoffentlich nicht zu hart, der Kampf. Das sind hier alle meine Ressourcen aufbrauche, die ich für die nächste Arena gebrauchen könnte. Aber ja. Grundsätzlich eine gute Idee. Risikodecke, na komm. Bring mir Erfahrungspunkte. Oh, ja, stimmt. Risikodecke, da war ja was. Das fügt gerade hinzu. So, Quälzone. Ein bisschen quälen das gegnerische Pokémon. Oh, es hat es überlebt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schläfrig gemacht, oh Schande. Na komm, noch einmal Quälzone. Mach's kaputt. Entoran besiegt. Und viel Erfahrungspunkte. Neues Level. Na komm. Ach, fast. Ja, auf jeden Fall kriegen wir hier in diesen Kämpfen auf der Route das nächste Level, die nächsten Levels schon viel eher hin. Ist machbar. Ist ein Plan. Könnten wir hinkriegen. Und zwar halt wieder so einen Part wie der Pokémon-Artensuche-Part. Aber was soll's? Was muss, das muss, das, ja. Können wir nicht ändern. Wir haben einen Aufwecker, das ist ein Paraheiler. Den Aufwecker will ich haben. So, Blackie, steh wieder auf und heile dich gleich wieder. Und dann gleich ein Beleber. Das wird schlimm. Na komm. Du willst verzweifeln? Da, verzweifeln gibt's ja nicht. Nix da. So. Beleber war nicht mit dabei, oder was? Amoria-Kricker. Das ist auch interessant, aber den Beleber brauchen wir jetzt. Nein, brauchen wir nicht. Verdammt. Das ist wirkungslos. Ach, scheiße. Ich hab schon zu weit gedacht. Ich hab schon zwei Schritte vorausgedacht. Jetzt hab ich einen Beleber verschwendet. Einen Trank bräuchten wir. Wie wäre es mit einem Supertrank? Oder bedarf es einem Hypertrank? Na komm. Ja, ein Hypertrank wäre besser gewesen, aber... Ja gut, wollen wir es ja nicht gleich übertreiben. Zwei Supertränke tun es auch. Das ist ein Trank. So, hops, super Trank, na komm, Blackie aufgefrischt, Blackie ist dir dankbar, so, zack, so und jetzt komm,
Greif mal an, lass dich nicht immer angreifen. Einmal zurückschlagen. Risikodeckel. Ist ein bisschen riskant, aber ja, es hat Risikodeckel. Aber es haut auch ordentlich nicht rein. Ja, hier eher nicht so. Quellzone vielleicht. Es hat weniger Risiko. Und bringt etwas mehr. Bei Austos. Bei Austos bringt das ordentlich was. Ein Warnruf. Du dein Warnruf. So, mach kaputt. Sehr schön. Austos besiegt. Die zwei Pokémon der Trainerin besiegt. Und schnelles Level 42. Das magische Level. Das magische. Die magische Zahl. Warum die nicht Level 42 als Bedingung genommen haben, weiß ich auch nicht, aber ja, 45 kriegen wir auch hin. Ich wird ganz schwindelig. Du gewinnst 820 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Schwimmerin hervor. Du hältst 3 Pokébälle. So, und weiter geht's mit der nächsten Trainerin, die hier in der Nähe auf uns wartet. Ein Trainer, genau der hier. Ich habe versucht, Unterwasser-Pokémon zu fangen, aber das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. So sieht's aus. 3 Pokémon sogar. Schon mal Winfried ist Jurobein. Der Winner. Es geht los, Dickli. Einmal kämpfen. Nein, nicht Dickli, nicht du. Wir brauchen Evoli. Wir kämpfen die Evoli jetzt hier kaputt. Die Blackie. Bis die Level 45 hat. Also jetzt hier in diesem Part noch ein paar Kämpfe. Die wird wahrscheinlich jetzt noch Level 43 schaffen in diesem Part. Mach's offscreen weiter. Ja, nächster Part. Dann die Arena-Letterin. Vielleicht nicht die, ja doch, vielleicht schon die Arena-Letterin. Aber erstmal die Arena. Dann die Arena-Leiterin. Habe ich gerade ernsthaft mit einer Feuerattacke in Jurob angegriffen? Ich bin ja völlig verrückt geworden. Wahnsinnig. So, komm, greif an. Risikodecke. Mach's kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, mach alle. So, Level 32 für Schlock. Sehr schön, aber Evoli braucht hier die Punkte. So, ein Seemon. Ein Pokémon der See. Versteht er? Ein Seemon. Sehr spektakulär der Name. So, Hypertrank. Blackie braucht Energie. Energie! Zack, aufgefüllt. Und Hydro-Pumpe. Auwei. Ah. Na gut, das geht noch. Aber das ist sehr beeindruckend hier. Blacky Level 42 gegen Seemann Level 42. Ich versuch's mit Quellzone. Das könnte was bringen. Das hat bisher schon Gutes gebracht. Das ist eine gute Attacke. Ja, nicht schlecht. Ach du Schande. Die Attacken sehen auch phänomenal aus. Glitzersturm. Ich versuch's mal. Ich hoffe mir nicht viel, aber... Oh. Das war weitaus mehr, als ich erwartet hätte. Aber es lebt noch. Also nochmal Glitzersturm. Glitzere es zu Tode. Ersticke es im Glitzerstaub. So, Seemann siegt. Das gibt Erfahrungspunkte. Na komm. Leider viel zu wenig. Jurob, weiterkämpfen. Es gibt viel zu wenig Erfahrungspunkte hier im Kampf. Ach, ist doch blöd. Ein Glitzer ist weiter zu. Na komm, Glitzer, Glitzer, Glitzer. Evoli mit der Glitzerattacke. Ja, nicht schlecht. Aber jetzt quälen wir es auch mal ein bisschen. Quellzone. Na komm.
quälen wir erst zu Tode. Erst folgendes, sondern dann zu Tode quälen. Naja, zu Tode quälen sieht anders aus, aber... Naja. Und dann halt nochmal Risiko, ja. Das ist da. Da hat bestimmt der Wieso was mit zu tun. Risiko-Decke. Ja. Schlechter Witz. Gluck, gluck, Hilfe. Der trinkt hier jetzt oder was? Du gewinnst 850 Pokémon und lässt den Schmör im Meer ertrinken. Da ist 3 Pokébälle. Und weiter geht's. Gehen wir weiter voran. Die Evoli braucht mal ein paar Items. Die muss mal geheilt werden. Itembox. Achso, haben wir hier das die Dose rum oder was? Nee, Sekunde. Medizintasche. Medizin. Die Medizin. Nein, nicht die Pokémon-Box. Die Medizintasche. So. Jetzt verschwenden wir mal die Tränke. Und wir kriegen ja wieder neue, wenn wir. Jetzt habe ich 2 verschwendet auf einmal. Auch Schande. Nächster Kampf. Ich bin mit meinem Freund hergeschwommen, aber jetzt bin ich so ausgelaugt. Und fast deinen Freund gelassen. Ist das der, der dort drüben gerade ertrunken ist, oder was? Schönheit Francesca. Aha. So, ja, mit dem Pokémon Aquana. Ich will Evoli einsetzen, die müssen wir mal in die Spitze setzen. Sonst müssen wir hier mal mit Diktri tauschen. Das ist ja, wertvoll verschenkte Zeit. So, mach's Platz. Ist jetzt mehr oder weniger ungünstig. Level 42, Level 41. Trotzdem. Bringt das vielleicht ein paar Erfahrungspunkte. Na komm. So ein Aquana zu besiegen muss doch irgendwas wert sein. Oh. Und die hältst durch. Risikodecke. Flammenbrand, das brauchen wir gar nicht auszuprobieren. Ja. Okay, spielen wir es weiter. Flackerband ist, ja, bei Aquana. Brauchen wir nicht testen. Aber so haben wir sie auch besiegt bekommen. Aquana. Na komm, Erfahrungspunkte. Ja, gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du gewinnst 820 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Schwimmerin hervor. Du hast 3 Pokébälle. Dann läuft das ja darauf hinaus, dass ich jetzt hier die Trainer offscreen ein bisschen weiter besiege. Ja, sind nur ein paar Trainer, die ihr nicht sehen dürft. Ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, lässt sich noch aushalten. Und dann geht's im nächsten Part hoffentlich weiter in der nächsten Arena, in der Psycho-Arena, Psycho-Pokémon-Arena von der nächsten Stadt. Ich bin gespannt, auf geht's. Den nächsten Kampf und dann im nächsten Part sehen wir uns. Ja, ich glaube, ich noch umsonst euch gefallen haben lassen, aber da, wenn ihr seid, haut darin, man sieht sich. Ciao, ciao. Jetzt habe ich den Text nicht vorgelesen. Naja, was soll's.